Wort, Leben, Licht. Zuerst das Wort. Ganz am Anfang war es das Wort. Auf Gott ausgerichtet war es. Gott selbst war das Wort. In dieser Übersetzung von Roland Werner, das Buch und die Psalmen, kommen einem ja vertraute Bibelverse in einer etwas anderen Formulierung entgegen. Dieser Brief stammt von Paulus, dem Botschafter von Jesus, dem Messias. Das bin ich aufgrund des Auftrags von Gott, unserem Retter, und von Jesus, dem Messias, der selbst unsere Hoffnung ist. Ich schreibe an Timotheus, meinen echten Sohn im Glauben. Beim Sprechen kommt die dialogische Situation der Bibeltexte nochmal deutlicher zur Geltung. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Denn wir haben von eurem Vertrauen auf den Messias Jesus erfahren und von der Liebe, die ihr allen Menschen entgegenbringt, die zu Gott gehören. Was ich an der Bibel schätze, ist, dass die meisten, also Neues Testament zum Beispiel, Evangelien und Briefe sagen klipp und klar, wer wem, warum geschrieben hat. Den warmen Mantel, den ich in Troas bei Karpus gelassen habe, bring mit, wenn du kommst, und auch die Bücher, vor allem die Pergamente. 2. Timotheus 4, Vers 13, bringe den warmen Mantel mit und die Bücher, wenn du bei Karpus vorbeikommst. Das ist Gottes Wort. Für mich ist die Heiligkeit, also die Autorität der Bibel als Gottes Wort, nicht etwa dadurch geschmälert, dass da ein Haufen menschlich allzu menschlicher Kleinkram drinsteht, sondern im Gegenteil. Adonai, mein Hirte ist er, nichts wird mir fehlen. Auf grünen Wiesen lässt er mich lagern, zu stillen Wassern führt er mich. Neue Kraft schenkt er meiner Seele, er führt mich auf der Spur der Gerechtigkeit, getreu seinem Namen. Ich habe diese Texte gelesen und sie berühren mich bis heute in ihrer psychologischen, psychotherapeutischen, seelsorglichen Wirkung.